Wir haben jetzt genügend Werkzeuge, zumindest um diese Woche über die Runden zu bringen. Und wir werden nicht noch eine andere Kontemplation oder Meditationsmethode lernen. Es gibt noch Dutzende von Meditationsmethoden, aber braucht man nicht alle. Aber ich möchte ein paar Worte zu der Kontemplation noch einmal sagen und dann machen wir eine halbe Stunde Kontemplation und jeder sucht sich die Kontemplation aus, die er am wichtigsten findet. Bei dem Aussuchen der Kontemplation kann man alle fünf täglichen Betrachtungen, man kann alle Elemente benutzen, man kann alle Feststellungen über Feindseligkeit und Verursachen von Schmerz benutzen oder eins davon. Wenn man sich nur mit seinem Tod beschäftigen will, dann kann man das nehmen. Nur mit Karma kann man das nehmen. Wenn das Windelement das Einfachste ist zu erkennen, dann nimmt man das. Man kann sie alle nehmen, man kann eins nehmen. Man kann einen Tag das Windelement nehmen und nächsten Tag das Erdelement. Es ist wichtig, dass man irgendetwas tut, um Einsicht in sich selbst zu gewinnen. Kontemplation ist nicht Grübeln und Nachdenken. Das war auf einer Frage, ob wie man nicht ins Grübeln und Nachdenken kommt. Ja, wenn man ein Grübler ist, so wird man wohl sehr leicht ins Grübeln kommen. Nachdenken tut wohl jeder. Aber beides sind nicht die richtigen Worte für die Kontemplation. Das Wort, was vielleicht am besten die Kontemplation beschreibt, ist ein inneres Spüren. Sich selbst innerlich spüren mit dem Thema, das man sich vorgenommen hat. Wind, Luft oder Feindseligkeit oder Tod. Sich selbst verspüren, da gibt es kein Grübeln und Nachdenken. Was ist darüber zu grübeln? Wind und Atem existieren, Feindseligkeiten existieren, der Tod existiert. Was ist da zu grübeln? Was ist da nachzudenken? Sich selbst verspüren. Wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat in der liebenden Güte-Meditation, was auch bei den Fragen angeschnitten wird, es wird vor allen Dingen erwähnt, Dankbarkeit funktioniert überhaupt nicht scheinbar oder sehr, sehr schwierig. Dann kann man in sich selbst einmal diese Blockade versuchen zu finden und sehen, auf was die beruht. Diese Blockade, wenn man nicht dankbar sein kann, beruht auf Selbstbestätigung. Ich kann alleine. Ich habe niemanden dankbar zu sein. Im Gegenteil, ich kenne die ganzen Negativitäten von den Menschen, an die ich denke, und bin ihnen überhaupt nicht dankbar. Im Gegenteil, dankbar sein, dass man aus diesen Negativitäten, die man erkannt hat, dennoch genügend lernen kann, um trotzdem liebevoll und dankbar an diese Menschen zu denken. Es ist nichts anderes wie eine Überheblichkeit, zu glauben, dass der andere, der vielleicht nicht so ist, wie man ihn sich vorgestellt hat, schlechter ist als man selbst. Wer weiß, was andere über uns denken? Wieso diese Überheblichkeit? Alle gleich. Gibt überhaupt keinen Unterschied. Also, wenn man Schwierigkeiten hat, die eigenen Feindseligkeiten zu finden und nicht dankbar sein können, ist eine Art der Feindseligkeit. Eine mildere Art, aber dennoch eine Art davon. Dann die Blockade finden und dann erkennen, worauf diese Blockade beruht. Wir können vielleicht noch Folgendes in uns aufnehmen, dass dieselbe Fliege von gestern Abend, die schon wieder kommt zu Besuch, na gut. Wir sind alle mit sechs Wurzeln geboren. Alle.
Das ist überhaupt keine Ausnahme. Da gibt es keinen Menschen, der davon nicht betroffen ist. Und diese sechs Wurzeln sind drei heilsame und drei unheilsame. Und die meisten Menschen kann man vielleicht sogar sagen, das ist aber natürlich eine Generalität, die nicht immer stimmt, haben 50% das eine und 50% das andere. Die Unheilsamen sind Gier, Hass und Verblendung. Und die Heilsamen sind das Gegenteil. Die sind Entsagung, Freigebigkeit, Liebe und Mitgefühl und Weisheit. Das Gegenteil von den drei Unheilsamen. Nun haben wir alle sechs. Und dann haben wir die Wahl, welche von diesen Dreier Sortiment wir von uns geben. Und sehr häufig geben wir natürlich auch das Unheilsame von uns. Vielleicht gar nicht in Worten oder Taten, sondern in unseren Gedanken. Nicht dankbar sein zum Beispiel oder nicht liebevoll sein ist auf der unheilsamen Seite. Es muss nicht gleich sich äußern, indem man hasserfüllt ist. Das sind Rubriken, diese sechs. Gier, Hass und Verblendung sind Rubriken. Und genauso sind die anderen drei Rubriken, unter denen das alles einzuordnen ist, was sich bei uns abspielt. Der Buddha hat uns diese Rubriken in Kurzform, Telegrammstil gegeben, damit wir Anhaltspunkte haben und nicht immer zu im Schwimmen sind. Was ist eigentlich richtig und was ist falsch und wieso nicht und warum doch? Und dieses Schwimmen ist ja wohl ganz deutlich geworden, einigen, die die Buddha-Lehre noch das erste Mal gehört haben. Einsortieren und dann weiß man und dann hat man Anhaltspunkte, dass man nun nicht gleich das alles ändern kann, ist klar. Aber wenigstens hat man eine gewisse Wegweiser, wo man sehen kann, um was es geht. Die Ursache für die unheilsamen Wurzeln und die unheilsamen Gedanken, Sprache und Handlung, die Ursache ist die Verblendung. Verblendung, die nur eine einzige Bedeutung hat in der buddhistischen Terminologie. Und das bedeutet, dass wir die Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Wir machen uns Konzepte und wollen uns das Leben so hinrichten und herrichten und aussortieren, wie wir es gern hätten und wie wir es uns vorstellen. Das heißt, noch keinem Menschen gelungen, aber bis zu einem gewissen Alter macht das jeder. Wenn man über das Alter hinausgeht und es weitermacht, kommt man wahrscheinlich in große Schwierigkeiten. Diese Verblendung ist einzig und allein die Idee, dass wir jemand sind, jemand darstellen, jemand sein wollen und hier geboren worden sind mit gewissen Rechten. Wenn die uns einer nicht gibt, unserer Ansicht nach, dann glauben wir, dass der andere schlecht ist. Wir sind überhaupt nicht geboren mit Rechten. Wir sind geboren mit Verpflichtungen. Alles ist genau umgedreht von dem, wie wir uns das vorstellen. Das heißt also, wenn wir in der Kontemplation uns einmal merken, diese sechs Wurzeln gibt's. Ich habe die Guten, ich habe die Schlechten. Was kommt hier zum Vorschein? Kommt hier eine unheilsame Wurzel zum Vorschein oder eine heilsame? Wenn es eine heilsame Wurzel ist, dann ist es möglich, in der Kontemplation auch zu erkennen, wie die zu verstärken ist. Wenn es eine unheilsame ist, dann kann es in der Kontemplation auch ganz klar werden, wie wir die unheilsame mit der heilsamen ersetzen können.
Und das geht nicht nur einmal, dieses Ersetzen, genau wie der Meditation, man nicht die abschweifenden Gedanken einmal ersetzt und dann ist es erledigt, sondern immer wieder. Immer wieder, bis das Unheilsame sich ins Heilsame verwandelt hat. Mit dieser Richtlinie ist es möglich, in sich hinein zu spüren. Von Grübeln kann überhaupt nicht die Rede sein. Nachdenken ist auch nicht das richtige Wort dafür. Sondern es ist den Tatsachen, die sich bei uns innen abspielen, ins Auge schauen. Ganz ehrlich sein zu sich selbst. Wir brauchen es ja keinem zu erzählen. Wir können ja den ganze Zeugs, was sich da abspielt, für uns behalten. Wir müssen es ja nicht erzählen. Aber auch da ist ein Fehlgedanke, nämlich, dass wir glauben, dass das, was wir anderen nicht mitteilen, ein Geheimnis bleibt. Das stimmt nicht. Es ist eine ganz interessante Statistik, die aufgestellt worden ist, dass Worte 7% unserer Kommunikation ausmachen. Die anderen 93% bestehen aus dem Gefühl, das hinter den Worten steht, der Körpersprache, dem Ton der Stimme, dem Gesichtsausdruck und alles, was der Mensch, der spricht, schon ist. Das heißt also, unsere unheilsamen Wurzeln brauchen wir gar nicht auszusprechen, sie sind immer ersichtlich, aber genauso die heilsamen. Und vielleicht ist das auch noch ein Hilfsmittel, mal daran zu denken, ich muss gar niemandem erzählen. Man spürt ganz deutlich, was in mir vorgeht. Und vielleicht hilft uns das, daran zu denken, dass wir ja niemals mit schmutziger Kleidung oder einem verschmutzten Gesicht auf die Straße gehen würden. Wir würden uns genieren. Würde es uns nicht vorher klar sein, dass das so ist, würden wir schnell wieder nach Hause gehen und uns säubern. Noch wichtiger, den Geist zu säubern und nicht mit ihm auf die Straße zu gehen. Oder zur Arbeit. Und noch nicht mal vom Bett bis ins Badezimmer damit gehen. Immer loslassen. So sieht Kontemplation aus. Was spielt sich in mir ab? Und wenn ich es gesehen habe, was sich in mir abspielt, kann ich noch vielleicht erkunden, was die Ursachen sind. Und ganz sicher, ohne Frage, kommt man, wenn es negativ ist, was sich abspielt, auf eine der unheilsamen Wurzeln. Und wenn es sich positiv ist, was sich abspielt, auf eine der heilsamen Wurzeln. Und dann kann man auch noch einen Entschluss treffen, wenn es einem gefällt. Und all das ist natürlich der freie Wille jedes Menschen, wobei es manche Menschen leichter haben als andere, diesen Entschluss zu treffen. Man kann den Entschluss treffen, die unheilsamen Wurzeln immer wieder zu ersetzen mit den heilsamen. Den heilsamen Wurzeln die Möglichkeit zu geben, zur Blüte zu kommen. Und dadurch die unheilsamen Wurzeln eines Tages vollkommen zu eliminieren. So einen Entschluss kann man fassen, dann kann man damit arbeiten, das ist ein Übungsweg. Alles das gehört zum Kontemplieren. Das gehört dazu, was ist mein Glück eigentlich? Wenn man das nur in der Welt sehen kann, dann muss man nochmal hinschauen. Und wenn man es immer wieder nur in der Welt sieht, na, dann muss man nochmal hinschauen. Und wenn man oft genug hingeschaut hat und nichts anderes gefunden hat, na, dann muss man es vielleicht aufgeben. Es ist nicht jedermanns Sache, den spirituellen Pfad zu gehen. Es ist zwar für jeden das größte Gewinn, aber es ist nicht jedermanns Sache. Denn selbst wenn viele Menschen und immer mehr
zu den Meditationskursen kommen und immer mehr und mehr sich interessieren und die Bücher lesen, was ist das schon an Zahlen? Da gibt es 80 Millionen Deutsche und das ist nur ein einziges Land. Und was sind dann schon 140, die sich bemühen? Wenn es nicht die eigene Sache sein soll, dann merkt man das sehr schnell. Weil da ist eine totale Blockade, sich selbst zu untersuchen. Man hat einfach nicht weder den Willen noch die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Diese Blockade ist teilweise karmisch, teilweise durch den Willen und da braucht man Zeit. An sich braucht jeder Zeit, aber manche machen mehr Zeit, manche brauchen weniger Zeit. Sich selbst erkennen. Aber keine Fehlurteile schließen, sondern erkennen und nicht tadeln. Und wenn man nicht gewillt ist zu ändern, auch das akzeptieren. Ich bin nicht gewillt zu ändern. Aber nicht glauben, dass es da irgendwelche Anweisungen gibt auf dem spirituellen Pfad, die zu einem, die nicht zutreffend sind. Das kann man überhaupt nicht beurteilen. Das kann man erst beurteilen, wenn man sie effektiv ausprobiert hat. Solange man mit seinen eigenen Meinungen hausiert, dann muss man sie akzeptieren und sagen, so ist es für mich und weiter tue ich nichts. Ist auch in Ordnung. Aber nicht glauben, dass da irgendetwas nicht stimmt von den Anweisungen, die einer der größten spirituellen Genies der Weltgeschichte uns überliefert hat. Die muss man erst ausprobieren. Buddha hat übrigens gesagt, nichts zu glauben, alles ausprobieren. Wenn man nicht kann, wenn man nicht ausprobieren kann, ist auch in Ordnung. Ist alles so, wie es ist. Aber es ändert sich. Und man selbst mit. Das wurde schon vor tausenden von Jahren gesagt und wird immer noch erlebt. Also noch einmal. Kontemplation, sich aussuchen welche, dabei bleiben die halbe Stunde und Nachdenken und Grübeln ist total unsinnig, hat überhaupt nichts mit Kontemplation zu tun, sondern macht es nur, könnte Kopfschmerzen bereiten, sich selbst versuchen zu erkennen. Und das müsste doch im Prinzip recht interessant sein, sich selbst zu erkennen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand nicht interessant findet. Was gibt es denn noch Interessanteres? Ist doch wie ein Buch, das nur von einem selbst handelt, eine Autobiografie. Und da liest man lauter Dinge, die man vielleicht noch gar nicht gewusst hat. Und dann hat man dieses interessante Buch und kann dann sagen, ach so sieht das aus, ja sehr interessant, wie geht's denn nun weiter?